American Swing. Wir achten dabei darauf, dass wir in der Endposition der Bewegung die Arme komplett gerade haben, dass wir eine gerade Linie bis zur Wirbelsäule komplett nach unten durch bilden und die Ellbogen, wenn wir nach vorne gucken, nicht hier angewinkelt, sondern gestreckt sind, sondern komplett gerade. Auch hier wieder auf eine explosionsartige Hüfte achten, explosiv das Gewicht nach oben beschleunigen, von vorne. So, selbes Spiel mit einer Dumbbell. Achtet gut auf den festen Griff der Dumbbell. Bei der Kettlebell ist es natürlich durch den Griff an sich etwas besser zu greifen. Auch hier mit einer explosiven Hüftstreckung das Gewicht nach oben beschleunigen über den Kopf. Variante 2, wir greifen die Dumbbell am Griff und schwingen aus der Position nach oben. Bei der Variante bitte bloß darauf achten, dass wir eventuell die Finger abkleben müssen, weil es viele Reibepunkte gibt und wir sonst viele offene Stellen haben werden. Das ist der American Kettlebell oder in dem Fall Dumbbell Swing.